hat lange Zeit keine Genehmigung dafür gegeben, dass ein offizieller Radweg ausgewiesen wird auf der rechten Seite unter dem Prallhang am Neckar, da wo wir jetzt bauen. Diese Möglichkeit ist uns erst im Jahr 2006 geöffnet worden. Dann haben wir geplant, und zwar sehr lange, insbesondere die technisch aufwendige Strecke durch das Zementwerk. Da ging es dann auch um Verfahrensfragen und Genehmigungsfragen des Zementwerkes und haben uns dann 2011 entschlossen, nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite mit einer Brücke am Heukamer Wehr nach Heilbronn. Und das hat dann irgendwann so viel Geld gekostet, dass wir gemerkt haben, dieser Weg ist nicht gangbar. Es gab dann auch noch Vorlagen oder Vorgaben des Natur- und Artenschutzes, die schwierig waren. Und dann haben wir uns im Jahr 2017 noch einmal mit dem Zementwerk zusammengesetzt, haben eine aufwendige, aber ich finde, gute Lösung gefunden, um nicht durch das Zementwerk, sondern am Zementwerk vorbeizufahren. Und dazu waren, kann man fast sagen, Bergbaumaßnahmen notwendig. Es ist ja unverzichtbar gewesen. Zum einen sind es die touristischen Fragen. Das ist unsere touristische Lebensader. Letztendlich, die meisten Menschen kommen mit dem Rad nach Laufen, zu Wein, zu Hölderlin, zur Stadt. Es ist zum zweiten die Buga 19, die uns motiviert hat. Und es ist zum dritten das Hölderlin-Jahr 2020. Aber gerade für die Freizeitradler und auch für die Berufspendler, die nicht auf der B27 stehen wollen, sondern schnell ins Geschäft kommen wollen, war dieser Radweg unverzichtbar.